Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Mindset, denn Mindset ist einfach super wichtig, gerade was das Thema Bodybuilding, Fitness betrifft. Und ich persönlich bin ja Bikini-Athletin und ich habe mir die wichtigsten Mindset-Tipps bzw. Charaktereigenschaften einmal für mich persönlich aufgeschrieben. Was solltet ihr auf jeden Fall haben, wenn ihr selbst Bikini-Athletin werden wollt oder euch einfach fürs Thema Bodybuilding interessiert? Was wird euch da erwarten oder worauf solltet ihr euch einstellen, was ihr mitbringen müsst? Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Also ihr müsst natürlich nicht alles davon haben. Es gibt auch noch super viele andere Dinge, die ihr haben solltet, aber das waren jetzt einmal für mich persönlich die wichtigsten. Und fangen wir direkt einmal mit dem ersten Punkt an. Ihr solltet den Sport natürlich lieben. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Denn gerade beim Thema Bodybuilding, es bestimmt einfach euer ganzes Leben. Das ist nicht wie bei einer anderen Sportart, dass ihr irgendwie mal nur ein paar Mal die Woche ein, zwei Stündchen diese Sportart betreibt und dann ist es gut. Nein, man sagt ja auch so schön, man lebt und liebt Bodybuilding. Und es ist einfach so. Bodybuilding ist gefühlt ein Vollzeitsport. Ihr richtet euer Training danach aus, eure Ernährung, eure Regeneration. Wenn ihr aktiv Wettkämpfe betreibt oder auch den Sport sehr intensiv, dann richtet ihr einfach euer Leben darauf aus. Und deswegen solltet ihr natürlich den Sport lieben. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Dann den ersten Punkt, was man immer wieder hört und was wirklich eigentlich mit das Wichtigste ist: Disziplin. Motivation kommt und geht und wenn ihr keine Disziplin habt, werdet ihr langfristig auf keinen Fall erfolgreich werden. Es gibt Tage, an denen hat man einfach keine Lust ins Gym zu gehen oder gerade jetzt in der Prep sein Posing durchzuziehen, auf seine Ernährung zu achten. Aber hier ist Disziplin wirklich super wichtig und ohne das werdet ihr nicht an euer Ziel kommen bzw. generell auch nicht vorankommen. Und vor allem, was ich gemerkt habe, was super praktisch ist, die Disziplin, die ihr im Sport aufbringt, wenn ihr das wirklich mal über eine lange Zeit durchzieht, ihr werdet es nicht nur auf den Sport beziehen, sondern auch auf eure Arbeit, auf euer Privatleben. Es bringt euch so viel mehr, wenn ihr einmal gelernt habt, diszipliniert zu sein und vor allem ihr fühlt euch danach immer besser. Wenn ihr keine Lust auf Sport hattet, das aber trotzdem durchgezogen habt, danach fühlt man sich einfach viel, viel besser und ist froh, dass man es gemacht hat. Und das kann man dann auch wieder auf die Arbeit beziehen. Auch wenn man mal keine Lust hat, man zieht trotzdem durch und es bringt einen einfach immer weiter. Deswegen Disziplin ist wirklich mit das Wichtigste und ist eigentlich, würde ich sagen, schon so eine Grundvoraussetzung. Wenn ihr keine Disziplin habt, könnt ihr den Sport eigentlich vergessen. Was auch sehr wichtig ist, dass man kurzfristige Befriedigungen nach hinten schieben kann, um langfristig erfolgreich zu werden. Gerade im Bezug auf Essen muss man wirklich sehr, sehr willensstark sein. Das ist jetzt nicht nur in der Prep, sondern auch in der Offseason. Logisch, wenn man in einer Wettkampfdiät ist, dann muss man auf Lebensmittel verzichten können. Und klar, dann sieht man mal Eis, Schokolade, irgendwas, aber das würde einen eben von seinem Ziel, den Wettkampf, abhalten. Und in der Offseason das Gleiche. Natürlich kann man sich da mal mehr was gönnen, aber trotzdem werden die meisten in der Offseason eher noch nach Ernährungsplan essen und sich nur ab und zu was gönnen. Das heißt, ihr müsst wirklich vielleicht ein paar Jahre bereit sein, eure kurzfristige Befriedigung nach hinten zu schieben, um eben an eurem Ziel, der Form oder was auch immer festhalten zu können. Und es wird nicht immer einfach sein, aber wenn ihr wirklich diesen Sport liebt, dann schafft ihr das, auch wenn es manchmal härter wird. Aber wenn ihr diesen Sport wirklich liebt, dann werdet ihr das auch schaffen, auch wenn es manchmal hart sein wird. Und da ist eben die Willensstärke dann super wichtig. Ihr braucht einen starken Charakter, es ist einfach so. Es werden viele Momente geben, wo es einen kleinen Teufel in eurem Kopf geben wird, der euch sagen wird, hier, isst mal ein bisschen mehr davon oder ach, die eine Sache, die macht nichts aus. Aber gerade da ist wieder dieser Punkt Willensstärke, Disziplin super wichtig. Ihr werdet es öfter hören. Das sind einfach mit die wichtigsten Punkte, was das Mindset angeht. Ihr müsst stark sein. Dann ist es natürlich noch ein Vorteil, perfektionistisch zu sein. Natürlich jetzt nicht zu sehr, aber es ist schon wirklich ein Vorteil, wenn man auf Details achtet. Gerade was Wettkämpfe angeht, kommt es da wirklich auf Kleinigkeiten an, was das Posing angeht oder auch die Form, wo man noch ein bisschen mehr Muskeln braucht. Logisch beim Essen, da muss man auch immer abwiegen und es alles möglichst genau machen. Deswegen Perfektion ist ein kleiner Vorteil, nicht zu viel, also man sollte sich da nicht reinsteigern, aber wenn ihr es mitbringt, ist es auf jeden Fall ein Vorteil für euch. Dann das liebe Thema Geduld. Manche Menschen sind es, manche Menschen überhaupt nicht. Es ist in dem Sport aber auf jeden Fall ein Vorteil, geduldig zu sein.
Denn um zum Beispiel Muskeln aufzubauen, es braucht Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen, auch nicht von dieser auf die nächste Woche. Vielleicht habt ihr Glück, es passiert in Monaten, aber bei den meisten dauert es einfach Jahre, um eine gewisse Muskelmasse aufzubauen. Und da müsst ihr dann wieder Geduld und Zeit mitbringen. Das gleiche auch in der Diät. Ihr werdet nicht von heute auf morgen ganz viele Kilos verlieren und super Erfolge an eurer Form sehen. Es braucht Zeit. Und deswegen ist es natürlich ein Vorteil, wenn ihr geduldig seid. Ist kein Muss, aber es wird euch auf jeden Fall einiges erleichtern, denn es ist kein Sprint, dieser Sport. Es ist eher ein Langzeitlauf und ihr müsst viel Zeit und da kommt auch eben wieder dieses Thema, ihr müsst den Sport lieben, weil es eben so eine lange Zeit braucht. Und es ist nicht ein Sport, den man irgendwie 1-2 Jahre macht, sondern eher 5 bis 10 Jahre oder sein ganzes Leben lang. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, weil es nie langweilig wird, weil es immer etwas gibt, was man perfektionieren kann. Und man kann einfach seinen Körper so formen, wie man es will. Und das ist ja auch das Krasse an diesem Sport, dass man einfach so Kleinigkeiten verändern kann und dann diese Veränderungen über die Jahre sieht. Und das ist auch das, was mich an dem Sport so reizt, dass man einfach sich selbst immer so ein kleines Stückchen besser machen kann und an sich arbeiten kann, gucken, was kann man noch wie verbessern. Und das ist einfach immer schön zu sehen. Und ich glaube, man merkt, ich liebe und lebe diesen Sport wirklich. Und das ist auch für mich das Wichtigste, das so rüberzubringen. Die guten Routinen. Ja, eine Charaktereigenschaft sollte auf jeden Fall mit sein, dass man in Routinen leben kann. Denn beim Bodybuilding, es gibt nicht wirklich viel Abwechslung. Also egal jetzt, ob in der Wettkampfdiät oder in der Offseason, die meisten Athleten haben einfach ihre Routinen. Und danach leben sie auch. Klar, man sollte nicht zu versteift sein auf die Routinen und es kann auch mal Abweichung geben. Aber grundsätzlich solltest du auf jeden Fall nichts dagegen haben, immer den gleichen Tagesablauf zu haben. Es ist einfach so, in dem Sport gehört vieles dazu. Der Schlaf, an dem man sich halten muss, die Mahlzeiten, die ungefähr zu bestimmten Zeiten gegessen werden sollten, Pre-Post-Workout, dann das Training, wenn ihr eine Wettkampfdiät macht, natürlich noch das Posing, euer Cardio oder Steps sammeln. Irgendwann werdet ihr einfach eine Routine haben, wann es für euch zeitlich alles am besten passt und in dieser werdet ihr wahrscheinlich dann monatelang leben. Und das sollte euch auf jeden Fall nicht langweilig sein, immer eine Routine zu haben, weil ich kenne keinen Wettkampfathlet, bei dem der Tag irgendwie immer anders ist. Also bei den meisten, mit denen man sich unterhält, ist es irgendwie dann doch immer das Gleiche. Manchmal ändert man was, macht eine Sache dazu oder eine weg, aber ihr solltet auf jeden Fall nichts dagegen haben, in richtigen Routinen zu leben. Dann ein Punkt, den ich wirklich wichtig finde, und zwar, man sollte auf die Meinung anderer scheißen. Natürlich jetzt nicht, was euren Coach, eure Freunde oder die engste Familie angeht, aber was so fremde Personen angeht, scheißt auf deren Meinung. Denn es ist euer Leben. Es tun so viele so, als wüssten sie, was besser für euch ist. Oder dann kommen die Neider und sagen, diese Form ist ungesund. Natürlich ist eine Wettkampfform nicht gesund, aber deswegen haben wir sie auch nur für einen kurzen Zeitraum. Generell bei dem Sport ist es so, da, wenn ihr eine gute Form habt, es werden viele Neider kommen. Und deswegen interessiert euch wirklich nicht für die Meinung anderer. Es ist euer Leben und wenn ihr diesen Sport machen wollt, egal ob es jetzt Wettkampfsport ist oder nur als Lifestyle-Sport, ihr müsst auf euch achten und wenn ihr einen Coach habt, natürlich ist seine Meinung wichtig oder von Familie, Freunde, aber auch die, wenn die kein Verständnis für eure Liebe zu dem Sport haben, dann müsst ihr das akzeptieren, redet am besten mit denen nicht mehr über das Thema, aber lebt trotzdem euer Leben, denn ihr habt nur das eine und wie schade wäre es, wenn ihr nur wegen der Meinung von anderen darauf verzichtet. Deswegen, wenn ihr den Sport liebt, zieht's durch und ihr werdet langfristig nur so glücklich werden, wenn ihr das macht, was ihr wollt und nicht auf die Meinung der anderen hört. Das ist es wirklich nicht wert. Ihr solltet auf jeden Fall hart arbeiten wollen über eine lange Zeit. Das meinte ich ja vorhin auch schon. Also nicht nur Monate, sondern auf Jahre gesehen. Denn der Sport ist einfach ein langfristiger Sport. Die meisten, die wirklich erfolgreich werden, machen das schon 10, 15 Jahre teilweise. Ihr müsst einfach lange an euch arbeiten wollen und Durchhaltevermögen haben. Gerade wieder in Bezug auf die Off-Season Muskeln draufpacken. Ich zum Beispiel weiß jetzt nicht, wie lange ich eine Off-Season machen werde. Wir müssten mal schauen, wie viel Muskeln ich generell jetzt aufbauen kann. Es braucht einfach alles Zeit und das gehört irgendwie zu dem Sport dazu. Man wird nicht von heute auf morgen Erfolge sehen, sondern das wird wahrscheinlich Wochen, Monate dauern und teilweise wird man sich denken, da tut sich überhaupt nichts. Und dann auf einmal wacht ihr auf und der Körper hat einen krassen Sprung gemacht und
das ist auch irgendwie das Schöne daran, dass es eben nicht so linear verläuft, sondern ihr wisst nie, wann euch irgendwas wieder neu erwartet. Und ja, das macht es auch irgendwie so ein bisschen spannend. Ihr könnt auch immer mehr verbessern an eurem Training. Und also ich glaube, ihr habt schon rausgehört, das Wichtigste ist einfach, habt Spaß an dem, was ihr tut und habt eure Augen immer auf euer Ziel gerichtet. Bei mir zum Beispiel waren es jetzt die Wettkämpfe. Und in der Offseason jetzt ist es mein Ziel, Muskeln draufzupacken. Und das ist auch wirklich ein Mindset-Tipp, den ich mitgeben kann. Nehmt euch Ziele. Denn wenn ihr einfach nur so trainiert, irgendwas macht ohne Ziele, ihr werdet nicht diesen Spaß daran haben und auch im Endeffekt nicht diese Erfolge sehen, weil ihr euch eben keine Ziele gesetzt habt. Also wenn ihr jetzt noch keine Fitnessziele habt, schreibt sie euch auf. Und entweder ist es nur in eurer Notiz im Handy oder wirklich auf dem Blatt Papier, aber habt ihr nicht nur im Kopf, sondern schreibt ihr euch auf und ruft euch das jeden Tag wieder in den Kopf. Was ist euer langfristiges Ziel? Denn ich finde, wenn man wirklich jeden Tag immer an sein Ziel denkt und das vor Augen hat, dann fällt einem das auch alles leichter. Auch wenn man dann mal keine Lust hat, keine Motivation, dann kommt wieder die Disziplin ins Spiel, weil man eben sein langfristiges Ziel vor Augen hat. Und das ist für mich persönlich auch das Wichtigste, dass ihr einfach mit eurem Kopf arbeitet. Kopf und Körper müssen einfach im Einklang sein. Ihr müsst ein Zusammenspiel finden, was für euch passt. Für manche ist es dreimal die Woche Training, für manche fünfmal. Da kommt es auch gar nicht auf die Anzahl drauf an, sondern einfach, dass ihr das findet, was für euch perfekt ist. Und dann könnt ihr das auch auf eine längere Zeit durchziehen. Das waren jetzt so die Mindset-Tipps bzw. Charaktereigenschaften, die für mich persönlich als Bikini-Athletin mit am wichtigsten sind. Ich habe euch auch ein anderes Video schon abgefilmt gehabt. 10 Dinge, die ihr unbedingt wissen solltet, bevor ihr das erste Mal in die Prep geht. Das verlinke ich euch jetzt gerade einmal am Ende. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Charaktereigenschaften habt, die euch einfallen, was jemand, der Bodybuilding betreibt oder einfach Bikini-Athlet ist, mitbringen sollte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!